Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu der heutigen Ausgabe von Inside Brüssel, diesmal wieder einmal aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Die ganze Welt oder zumindest ihr christlicher, speziell ihr römisch-katholischer Bevölkerungsanteil blickte gestern mit großer Spannung nach Rom. Die Entscheidung der 115 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle brachte eine große Überraschung für alle. Es gibt einen neuen Papst, den wohl kaum jemand vorher auf der Rechnung hatte, den Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Er hat den Namen Franziskus gewählt, in Anlehnung an Franz von Assisi, was als programmatische Ansage verstanden wird. Es wird erwartet, dass der neue Papst den Kampf gegen die Armut als Hauptaufgabe seiner Arbeit ansehen wird. Wir diskutieren hier außerdem über die grundsätzliche Frage, wie geht die europäische Politik mit der religiösen und kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaften um. Diese Fragen stelle ich an ÖVP-Delegationsleiter Ottmar Karas. Guten Abend, danke fürs Kommen. An den BZÖ-Europaabgeordneten Ewald Stadler. Sind unsere ausländischen Gäste Konstanze Krehl von den deutschen Sozialdemokraten und Sophie Entfeld von den niederländischen Liberalen. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Weitere Themen unserer Diskussion werden der beginnende EU-Gipfel zum Thema Wirtschaftskurs in Europa sowie der Streit zwischen den Regierungen und dem Europäischen Parlament über den EU-Finanzrahmen der Jahre 2014 bis 2020 sein. Wir beginnen aber mit der überraschenden Papstwahl. Eine kurze Frage an die Teilnehmer. Ottmar Karas, wie hat man denn hier im Parlament die Wahl des Argentiniers aufgenommen? Wir haben im Plenum natürlich verfolgt, wer es ist, und ich halte diese Entscheidung für drei Signale, die hiermit gesetzt werden. Das erste Signal ist der Name. Wenn der Name Programm ist, dann hoffe ich, dass dieses Programm voll umgesetzt wird. Das ist de facto eine Schwächung der Amtskirche, eine Hinwendung zum Kirchenvolk. Das ist mehr Sensibilität für die soziale Verantwortung. Das zweite ist die Person. Das ist die Annahme der globalen Herausforderung. Die Kirche, die römisch-katholische Kirche, ist eine globale Organisation und es tut gut, diese globale Verantwortung sichtbar zu machen. Und das dritte ist die Handlungsfähigkeit, weil in kurzer Zeit ein Papst eine ausreichende Mehrheit erhalten hat. Ewald Stadler, Sie gelten als konservativer Katholik. Sind Sie zufrieden mit der Wahl der Kardinäle? Abgesehen davon, dass es ja die Kardinäle nur die Instrumente des Heiligen Geistes sind. Der Herr ist ja Gott selber der gewesen, der ihn ausgewählt hat. Natürlich bin ich zufrieden damit. Es ist zum ersten Mal ein Jesuit Papst geworden und zumal noch ein lateinamerikanischer Jesuit. Und dort ist der Name gleich doppelt Programm. Nicht nur immer Franziskus von Assisi, der hier herangezogen wird, sondern der bedeutendste Heilige des Namens Franziskus aus dem Jesuitenorden war Franz Xavier, dessen Leichnam in Goa, im feuchten Goa, bis heute unversehrt liegt, in einem Glasschrein, der besonders romtreu, besonders stringent katholisch war und besonders papsttreu war. Übrigens wie auch der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola. Das heißt also, ich glaube, ein paar, die sich heute irgendwelche romantische, irregeleitete Vorstellungen machen, werden da sehr bald auf den Boden der nüchternen Tatsachen zurückkehren müssen. Dieser Papst wird stringent katholisch sein, wird stringent auf der hierarchischen Ebene die katholische Lehre durchsetzen. Die Zusammensetzung dieser Runde ist ja beim Thema Religion ganz interessant, denn Frau Krehl, Sie sind bekennende Atheistin und Frau von Entfeld ist die Vorsitzende der Plattform für Säkularismus und Politik im Europäischen Parlament. Wie sehr betrifft Sie die Wahl eines Oberhaupts der katholischen Kirche als Atheistin? Also unter der Überschrift Religionsfreiheit und Wurzeln der europäischen Ideen, da gehört natürlich auch die katholische Kirche dazu, ist das ein Teil des Erbes, was wir in der Europäischen Union haben. Wenn wir europäische Politik machen, halte ich sehr viel davon, Trennung von Staat und Kirche. Und im Übrigen ganz persönlich erwarte ich mir von dem neuen Papst genauso wenig wie vorher, moderner, offener zu sein und die katholische Kirche, täte aus meiner Sicht gut daran, die Probleme, die sie hat, erstmal zu lösen. Das hat weder der letzte Papst gekonnt und ich fürchte, das wird auch der nächste Papst nicht können. Und ich denke, wir sollten der katholischen Kirche jetzt die Zeit lassen, ihre Probleme auch zu lösen, wenn das auf gutem Wege ist. Viel Glück wünsche ich dem neuen Papst dabei. Aber ich glaube, als Europäisches Parlament müssen wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern und nicht um die inneren Angelegenheiten der katholischen Kirche.
Friedfeld, abgesehen vom Thema Säkularismus, der neue Papst hat sich auch sehr dezidiert immer wieder gegen die Homo-Ehe zum Beispiel ausgesprochen. Das kann Sie nicht freuen. Also zunächst, ich bin einverstanden mit meiner Kollegin, dass es gibt Trennung von Kirche und Staat. Das heißt, die Kirche hat sich nicht in staatliche Sachen einzumischen, aber auch nicht andersrum. Also es betrifft die katholische Kirche, ihre eigenen Leute zu wählen. An der anderen Seite, die katholische Kirche, sowie auch andere Religionen und andere Teilnehmer der Debatte, spielt natürlich auch eine politische Rolle. Und die katholische Kirche besonders, weil die hat nicht nur, ist nicht nur eine Religion, aber hat auch diplomatische Beziehungen mit der EU und mischt sich auch ganz aktive in die Politik rein und vor allem im Bereich, die, ja, so wie Sie sagen, Gleichberechtigung der Frauen, Homosexuellen, aber auch im Bereich sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Ich bin dafür, dass Religionen und auch andere, sagen wir mal, ja, Lebensüberzeugungen sich aktiv in diese Debatte reinmischen, weil wir sind eine Wertegemeinschaft, nicht nur ein Markt. Aber es muss auch ausgewogen sein. Es sollte keine privilegierte Spieler geben, die mehr Macht haben oder Einfluss als andere. Und es sollte auch offen und transparent sein. Und das ist es nicht immer. Ist es nicht eigentlich erstaunlich, wie groß immer noch zumindest entweder der Einfluss oder zumindest die Aufmerksamkeit ist, die eine Papstwahl erregt? Ich habe gestern hier im Hotel in Straßburg deutsches Fernsehen gesehen. Da wird das Programm unterbrochen und mehr als eine Stunde lang nach Rom geschaltet. Auch in Deutschland sind ja nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen katholisch. Warum eigentlich immer noch diese große Aufmerksamkeit? Was fragen Sie mich das? Ich halte die Aufmerksamkeit für übertrieben, weil in der Tat der Beitrag, den die katholische Kirche gerade im Moment auch in die Diskussion liefert, in die Politik hinein, in die europäische Politik hinein, sind, finde ich, nicht gerade modern. Und deswegen halte ich es vielleicht übertrieben. Vielleicht sind aber auch die Erwartungen groß, dass vielleicht die katholische Kirche doch noch sich öffnen könnte einem 21. Jahrhundert. Wie gesagt, das müssen die Katholiken selber lösen. Das gebe ich Ihnen völlig recht. Es ist nicht an uns, hier Dinge beeinflussen zu wollen. Ich halte es in der Tat für übertrieben. Wie groß ist der Einfluss der Kirche noch auf die Politik und auf die Gesellschaft? Es hat in Wien gerade ein Kongress stattgefunden zum Thema Rethinking Europe with Religion. Der große Religionskongress in Wien, und da wurde beim Eröffnungstag gesagt von einem Religionssoziologen Martin Riesebrott, Europa ohne Religion ist weder denkbar noch wünschenswert. Die Europäische Union ist auch eine Wertegemeinschaft. Und zu den Werten Europas, zur Identität, zur Vielfalt Europas gehört auch die Vielfalt der Religionen. Daher ist für uns auch der Wert der Religionsfreiheit, der Respekt vor dem Menschen und auch der Wahl seiner Religion oder Nichtreligion ein so großer Wert in der Europäischen Union. Die Menschen suchen Halt, die Menschen suchen Orientierung, die Menschen haben Zweifel. Sie wissen, dass Werte eine große Rolle spielen. Daher halte ich die Bedeutung, die gestern auch sichtbar wurde, für schön, nicht für belastend. Die Frage ist, wie gehen wir mit der Vielfalt der Religionen, der Vielfalt der Kulturen um? Religion und Kultur und Sprache gehört zur Identität der Menschen und zur Vielfalt der Europäischen Union, der wir uns als Politiker zu stellen haben unter der Wahrung der Religionsfreiheit. Es gab eine heftige Diskussion rund um die Verfassung. Soll ein Gottesbezug in die Verfassung? Ich nehme an, Sie waren dafür und Sie waren dagegen. Warum? Schauen Sie, ich bin im Gegensatz zu meinen Kollegen der Meinung, dass der Einfluss der christlichen Religionen, insbesondere der katholischen Kirche, auf Europa schwindet. Leider. Er wird wieder stärker werden, das ist keine Frage. Aber derzeit ist er am Schwinden und wird insbesondere von den europäischen Institutionen immer wieder zurückgedrängt. Ja? Man versucht hier eine Ersatzreligion, eine säkulare Ersatzreligion und einen Europäismus, Konsumismus und all diese Ismen, die man als Versatzstücke dafür hat, stattdessen zu platzieren. Aber bedeutend ist, dass dieser Kontinent seine Wurzeln auf das Christentum zurückführt. Es gibt diese Idee von den drei Hügeln, das Kapitol,
Areopag in Athen und Golgotha, also diese drei Werte, Fundamente, auf die dieser Kontinent gebaut hat. Wenn man die verlässt, dann darf man sich nicht wundern, wenn natürlich dieser Kontinent auch in eine ideelle Krise kommt. Das heißt, mir ist das alles zu wenig, dass die Papstwahl nach wie vor ein Faszinosum darstellt, das auch medial wirkt, zeigt ja nur, wie groß das Interesse der Menschen wäre. Es ist ja nur das Versagen, es ist nicht das Versagen der Politiker, ja, sondern das Versagen der Bischöfe, dass sie nicht stärker und stringenter katholische Lehre vertreten, sondern sie glauben, sie müssen sich an den Zeitgeist und an den Weltgeist anpassen. Der liebe Gott hat von Anfang an auf die öffentliche Meinung keinen Wert gelegt, sonst hätte er nach seinem Einzug in Jerusalem nicht gekreuzigt werden müssen, sondern er hat von Anfang an gesagt, ihr müsst euch nach meinen Geboten richten, nicht Gott muss sich nach den Menschen, seinen Geschöpfen richten, sondern es ist genau umgekehrt. Und diesen Weg muss irgendwann einmal Europa auch wieder gehen. Es gibt auch die in der Debatte, ob die Türkei Mitglied werden soll in der Europäischen Union, immer wieder den unterschwelligen Vorwurf, die EU ist ein Christenclub. Spielt das eine Rolle in der Diskussion mit der Türkei, dass sie ein zu 98% muslimisches Land ist? Für manche Leute ja, aber für andere Leute nein, für mich nicht. Übrigens, ich möchte gerne, wenn ich höre, was Sie sagen, darauf hinweisen, dass unsere Wurzeln nicht nur die christliche Kirche sind, aber auch Aufklärung, glücklicherweise. Und ich glaube, man kann auch ganz gut, weil ich arbeite in meinem Säkularismuskreis sehr eng zusammen. Aufgeklärt waren wir schon vor der Französischen Revolution, glaube ich mal. Okay, gut. Ja, das wusste ich nicht. Da gab es auch schon bei den Griechen. Ich habe das Gefühl, dass immer noch nicht alle aufgeklärt sind, aber man kann auch ganz gut, glaube ich, christlich oder gläubig sein, religiös sein und nicht konservativ. Ich arbeite zusammen zum Beispiel mit einem weltweiten Verein von Catholics for Choice, Katholen für eine freie Wahl, und die sind ganz progressiv und haben nicht das Gefühl, dass die vertreten werden vom Vatikan in der Brüsseler Politik zum Beispiel. Und ich glaube, man kann ganz gut katholisch sein und gleichzeitig auch für Gleichberechtigung von Frauen und Homosexuellen, für größere Freiheit im Bereich sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte. Und ich bin, also Religionsfreiheit, ich spreche lieber von Gewissensfreiheit. Als Liberaler ist das für mich unglaublich wichtig. Und ich gönne Ihnen Ihr Glauben, Ihre Religion, aber ich habe auch die Freiheit, meine eigene Meinung, meine eigene Überzeugung und auch die freie Wahl in meinem Leben, mit wem ich lebe, wie ich, ob ich ja oder nein heirate, ob ich ja oder nein Kinder kriege, also das ist auch meine Freiheit. Und ich glaube, und Sie haben auf den Vertrag oder die Verfassung hingewiesen und christliche Wurzeln, ich war dagegen, nicht weil es keine christliche Wurzeln gibt in Europa, aber weil man damit andere Leute ausschließt. So, ich fühle mich nicht davon betroffen. Und ich glaube, wir haben 500 Millionen Bürger. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Und alle diese Werte sollten vertreten sein. Alle. Ganz kurz, ich möchte dann das Thema wechseln. Ich glaube, Sie wollten. Ich glaube, wir sind ja jetzt beim politischen Punkt. Das eine ist die Religion und der Glaube. Das andere ist die Bedeutung der Religionen für die Politik. Und Religionen haben einen Einfluss auf Menschen. Religionen drücken Überzeugungen auch aus, schaffen Überzeugungen. Wir brauchen Menschen mit Überzeugung. Aber wir haben natürlich in Europa, das haben wir auch in den Verfassungsvertrag hineingeschrieben, christlich-jüdische Wurzeln. Aber wir sind darauf nicht reduziert. Und wir haben uns nicht primär mit dem Gottesbezug beschäftigt, sondern mit den Werten innerhalb der Verfassung. Und innerhalb der Verfassung spielt das Personalitätsprinzip, das Subsidiaritätsprinzip und das Solidaritätsprinzip und der Respekt vor der Würde des Menschen und die Religionsfreiheit sind Teil der europäischen Grundrechte und Werteordnung. Und ich war lange verantwortlich für den interreligiösen Dialog. Und wir müssen uns natürlich auch als Politiker der den Religionen stellen, denn wir haben in Europa 35% Katholiken, 26,7% Orthodoxe, wir haben Protestanten,
Wir haben einen wachsenden Anteil an Islamisten. Und daher ist es, ist für mich die und Frage... Humanisten, nicht vergessen, und Atheisten. Und Atheisten. Auch. Und das macht Europa mit aus. Ja. Und um diese Vielfalt sind wir bemüht, das und sie beeinflusst die Politik. Natürlich. Zeigt ja nur den Werteverlust der ÖVP. Wenn ein heute ein ÖVP-Repräsentant und einer der bedeutendsten, wie der Kollege Karas sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Religion und Überzeugungen. Das war früher in der ÖVP nicht so. Über einen Vorfahren, der selber mal ÖVP-Abgeordneter war, der würde hier heftig protestieren. Ja? Ich tue es auch. Meine Überzeugung ist von meiner Religion intendiert und bestimmt und nicht zu trennen. Und das ist genau das, was die ÖVP leider mitgemacht hat. Das ist leider der Werteverlust der ÖVP. An der Stelle bitte Wert darauf legen, dass auch Atheisten Werte haben. Das ist ihnen unbenommen, aber man soll sie eben nicht trennen. Man sollte nicht so tun, als würden nur Gläubige Das ist ja gut, das Recht, aber geben Sie mir das Recht, dass ich meine religiöse Überzeugung, meine politische Überzeugung in Einklang zu bringen. Versuche. Gelingt dir nicht völlig. Darf ich nur eine letzte Bemerkung? Ich glaube, dass die Debatte zeigt, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur reden von Währung und Markt, aber dass die europäische Zusammenarbeit immer mehr in Bereiche hineingeht, wo Werten wirklich zählen. Und das ist auch, was den Leuten am Herzen liegt. Und so erreichen wir auch die Bürger. Wir müssen leider trotzdem über Märkte, Währungen und Ähnliches reden. Danke für diese sehr spannende, interessante Diskussion zum Thema Religion. Der Wechsel aber jetzt zum Profanen. Von heute Abend an werden die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel wieder einmal, muss man leider sagen, über mögliche Wege aus der Rezession und aus den Problemen mit den Währungen diskutieren. Die Staaten sollen mehr Zeit erhalten, um ihre Budgets zu sanieren. Eine generelle Abkehr vom Sparkurs soll es aber nicht geben. In den Krisenstaaten Europas, im Süden vor allem, geht das vielen nicht weit genug. Sie fordern eine stärkere Lockerung des Sparkurses, um Massenarbeitslosigkeit und den sozialen Absturz ganzer Bevölkerungsgruppen zu bekämpfen. Italy, like all the other countries, should continue. Italien muss so wie die anderen Länder die Strukturreformen fortsetzen. Das ist der einzige Weg, der wieder zu Wachstum führt. Und sie müssen aufbauen auf das, was sie bei der Budgetkonsolidierung schon erreicht haben. Das ist wichtig, denn das schafft Vertrauen. Wir können natürlich Sanierungsanstrengungen machen, aber das darf nicht verwechselt werden mit reiner Sparpolitik. Diese Anstrengungen müssen viel mehr aufzeigen, wie danach der Aufschwung kommt, wo die Perspektive für mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität und Umverteilung und vor allem für mehr Wachstum und Beschäftigung ist. We are of course very attentive. Wir sehen natürlich die kurzfristig negativen Auswirkungen der Sparpolitik. Aber eines ist klar, es darf niemand glauben, dass man Vertrauen in Europa zurückgewinnt, indem man wieder Regeln bricht. Die Mitgliedstaaten haben sich zu strengeren Regeln zur Budgetkonsolidierung verpflichtet. Also, wenn die Staats- und Regierungschefs jetzt sagen würden, das war nur eine Absichtserklärung. Lasst uns die Dinge lieber politisch betrachten und nicht nur auf das schauen, was in den Verträgen steht. Ich glaube nicht, dass das mehr Vertrauen schaffen würde. Tja, wieder mal wird man also versuchen, einen Kompromiss zwischen Sparen und Wachstumsmaßnahmen zu finden. In dem Papier, das Herr Van Rompuy vorgelegt hat, versucht er sich mit seinen ganzen Formulierungskünsten, um das unter einen Hut zu bringen, Ottmar Karas. Die unter Führung der deutschen Kanzlerin ist die eine Fraktion für Sparen, die anderen wollen ausgeben. Ich bin kein Freund dieser Polarisierung. Denn wir brauchen natürlich drei Dinge. Wir müssen die Defizite reduzieren, überall und vor allem in jenen Ländern, die sich am Kapitalmarkt kein Geld mehr für Investitionen beschaffen können, weil ihre Verschuldung zu hoch ist. Auf der anderen Seite müssen wir investieren, um wettbewerbsfähiger zu sein und Wachstum und Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt zu generieren. Es gibt kein Entweder-Oder. Sparen und Effizienz steigern, Strukturreformen und investieren, Wachstum und Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Ich komme gerade aus Athen.
Es ist auch in Europa völlig klar, dass wir mit dem Reduzieren der Defizite über das Sparen bei den Menschen in vielen Fällen den Bogen überspannt haben und am Limit sind. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig Wachstumspotenziale generiert werden und investiert wird, sodass wir reduzieren das Defizit, Wachstum erhöhen und die Schulden zurückzahlen können. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht in Europa nie um das Entweder-Oder, es geht immer um das Sowohl-als-Auch. Aber bis jetzt hat noch niemand ein Rezept gefunden, wie das geht. Das Ihr Kanzlerkandidat nicht. Pierre Steinbrück hat den Satz jetzt gesagt, Notfristdemokratie. Stehen wir vor einer Gefährdung der Demokratie? Ich denke schon, dass man aufpassen muss. Man muss den Menschen erklären können, warum bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Karas, wir können nichts daran ändern, dass wir an der Schuldenpolitik weiter vorankommen, dass wir die Schulden abbauen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch als Politikerinnen und Politiker die Verantwortung zu sagen, es gibt aber irgendwo auch ein Ende. Es gibt eine Möglichkeit, wir helfen euch bei Investitionen. Dafür ist, glaube ich, auch diese Jugendgarantie, über die wir im Moment reden, auch so wichtig, dass wir nicht wirklich einer großen Anzahl von Menschen eine völlige Perspektivlosigkeit auf den Weg geben. Wenn uns das gelingt, diese Perspektivlosigkeit wieder aufzubauen in Perspektiven für Menschen, in Perspektiven für junge Leute, dann mache ich mir auch keine Sorge um Demokratie. Wenn uns das aber nicht gelingt, haben wir in der Tat ein Problem. Ich glaube, es gibt mittlerweile gute Ansätze, wirklich beides zu tun. Aber wir müssen da wirklich auch noch einiges machen. Und auf der anderen Seite wird ja immer darauf hingewiesen, dass Frau Merkel, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, alle anderen erpresst. Sie müssen jetzt sparen. Wir in Sachsen bringen gerade die Schuldenbremse in unsere sächsische Verfassung. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht landläufig vorstellt, nach dem Motto, die Deutschen können ja gar nichts anderes als sparen. Das ist eine schwierige Diskussion, aber auch wir müssen diesen Weg gehen. Und wenn wir dann diesen Weg nicht generell in Europa gehen und diese Diskussionen führen und auch diese Perspektiven, die mit solchen Maßnahmen verbunden sind, dann wird es wirklich schwierig. Ja, also Sie haben völlig recht und ich möchte auch gerne hinzufügen, es wird oft von Nationalpolitikern behauptet, dass dieser Sparkurs und Disziplin wird gezwungen aufgelegt von Europa. Stimmt gar nicht. Wenn ein Land außerhalb der Europäischen Union wäre und systematisch 3% oder mehr ausgibt, als verdient, dann früher oder später hat man Schwierigkeiten. Und man vergisst zu leicht, dass Verschuldung bremst natürlich auch Wirtschaftswachstum. Und irgendwie schieben wir das auf die Zukunft, auf die nächste Generation. Das ist einfach nicht fair. Also 3% heißt immer noch, dass man mehr ausgibt, also Neuverschuldung. Und ich glaube, wir brauchen Investitionen, aber vor allem auch Privatinvestitionen. Also die Unternehmen, die sind verunsichert, die brauchen jetzt neue Sicherheit, damit die wieder investieren, damit wir auch Investitionen von außerhalb anziehen in Europa. Und wir haben natürlich völlig verfehlt, in den letzten 10, 15 Jahren Strukturreformen einzuführen, weil das war natürlich keine populäre Maßnahme, Arbeitsmarkt, Rentenreform, solche Sachen. Und wenn wir das gemacht hätten, schon 10 Jahre her, dann wären wir jetzt vielleicht nicht in dieser Lage. Herr Stadler, die Süddeutsche Zeitung schreibt heute eine Lektion namens Monti. Monti, der versucht hat in Italien diese Reformen und dafür fürchterlich bestraft wurde bei den Wahlen. Und Populisten, die wie Grillo hochkommen. Na gut, vor dem Phänomen Grillo muss man natürlich warnen. Ja, das sollte speziell in Österreich gesehen werden, wohin es führt, wenn ein Land Grillo wird. Ja, da ist es unregierbar. Damit ist aber auch niemandem gedient. Auch kein Wirtschaftswachstum ist durch unregierbar erzeugbar. Also das sollte man, glaube ich, mit großer Vorsicht einmal als Negativbeispiel sehen. Nun, man muss bei der Sparpolitik schon unterscheiden. Wenn man nach dem Haircut-Prinzip, ja, wie im Rasenmäher drüber fährt, dann ist es eine unsinnige Sparpolitik. Dümmer geht's nimmer. Ja? Sondern sparen heißt,
die vorhandenen Mittel effizienter einsetzen, und zwar mit dem Ziel, Wirtschaftswachstum zu erzielen. Wenn man so eine Sparpolitik macht, dann ist es vernünftig, und ich glaube, so ist sie auch gemeint, dann macht es auch Sinn, dann kann man unter Umständen auch Wirtschaftswachstum erzeugen. An der Entschuldung der öffentlichen Haushalte, an der Reduktion der Schulden, führt kein Weg vorbei, wenn man nicht in aller Zukunft den Finanzmärkten ausgeliefert sein möchte. Und das ist ja mittlerweile so. Die Banken schaffen an, nicht mehr die Politik, die Banken haben das Sagen übernommen, Banken haben auch die Geldschöpfung übernommen, sodass also die Banken schlicht und einfach begonnen haben, Politik zu machen. Und zwar zulasten der kleinen Leute, zulasten jener, die heute keinen Job haben, der Jugendlichen, die keinen Job mehr finden. 50% Jugendarbeitslosigkeit, mehr als 20% Durchschnittsarbeitslosigkeit in der Europäischen Union, das sind skandalöse Zahlen. Ja, und da muss angesetzt werden. Das heißt, an der Strukturreform, aber an einem effizienten Ausgeben der vorhandenen Mittel, ja, führt kein Weg vorbei. Und da sind tatsächlich die Mitgliedsländer gefordert. Das müssen jetzt wirklich die Mitgliedsländer selber entscheiden, was sie mit dem, was sie an Budgeteinnahmen haben, an Wirtschaftswachstumsmaßnahmen effizienter damit anfangen. Und das ist Griechenland ein geradezu ein Musterfall. In Griechenland hat man aufgrund des Umstandes, dass sie einfach Geld zur Verfügung hatten und einfach unbegrenzt Geld bekommen haben, zu Zinssätzen, die sie in Wirklichkeit so normalerweise nie bekommen hätten, haben sie jede Strukturreform unterlassen. Und jetzt holt sie natürlich die Realität ein. Und das sollte ein warnendes Beispiel für jedes Land sein, übrigens auch für Österreich, das sage ich auch dazu. Aber insgesamt auch die Gefahr ist doch, dass sich Europa immer mehr spaltet. In den Norden, der Sparen verlangt, in den Süden, der scheinbar sparunwillig ist. Ich möchte ein kurzes Zitat aus der Hamburger Zeit vorlesen. Jan Ross, der Autor, diagnostiziert hier einen ökonomischen Kulturkampf in Europa. Er schreibt: Vom Sozialkollaps in Griechenland über das italienische Wahlergebnis bis zu den Massenprotesten in Spanien und Portugal senden die Mittelmeerländer die Botschaft aus, dass sie mit den Erwartungen an ihre Transformationsfähigkeit überfordert sind, dass sie den Wandel nicht schaffen werden, immer möglich auch gar nicht wollen. Und je deutlicher sich das zeigt, desto prekärer wird die Hilfsbereitschaft in Deutschland, in den Niederlanden und Skandinavien werden, desto stärker die Neigung, sich als besseres, eigentliches Europa zu verstehen und entsprechend aufzutreten. Das heißt, in Wahrheit trifft das auseinander. Sie sind nicht der Meinung. Hier sitzen, so nehme ich an, vier Personen, Abgeordnete zum Europäischen Parlament, die mit großer Überzeugung für das gemeinschaftliche Europa eintreten. Wir spalten Europa nicht. Wir bemühen uns durch alle Entscheidungen. Erst diese Woche haben wir ein zweites großes Maßnahmenpaket zur Budgetkontrolle, aber gleichzeitig zur Balance zwischen Investment und Strukturreformen geschaffen. Das ist die Antwort. Wir müssen das Ganze sehen. Ganz Europa, alle Teile der Maßnahmen, die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Wir unterstützen keine Maßnahme, die Europa teilt, weder in Eurozone und Nicht-Eurozone, noch in Nord und Süd. Wir versuchen, Regelungen zu schaffen, die ganz Europa im Mittelpunkt hat und auf die Unterschiede Rücksicht nimmt. Und ich sage Ihnen, auch aus meiner Erfahrung in Athen und in den Mittelmeerländern, die Menschen wissen, dass die Europäische Union Teil der Lösung und nicht Ursache der Probleme ist. Die Menschen spüren, dass die Maßnahmen greifen, aber sie auch ihre Hausaufgaben machen müssen. Sie wollen nur zwei Dinge, drei. Sie wollen ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Sie wollen, dass die Maßnahmen gerecht sind. Und sie wollen eingebunden sein. Man darf ihnen nichts vormachen, man darf nichts beschönigen. Sie müssen offen und ehrlich informiert werden. Und man muss mit ihnen einen kurz-, mittel- und langfristigen Reformprozess machen. Da ständig von Gipfel zu Gipfel springen und den Leuten erklären, jeder Gipfel bringt die Lösung, verzerrt die Wirklichkeit. Übrigens, also ich glaube, wir sind immer völlig auf uns fixiert, aber in den Vereinigten Staaten passiert eigentlich fast das Gleiche im Moment. Die sind einfach nicht mehr fähig, Entscheidungen zu treffen und die Verschuldung im Griff zu kriegen. Also da hat man das Gleiche. Und die Debatte, die wir jetzt in Europa haben zwischen Nord und Süd, ist völlig falsch und wird geführt von, ich würde sagen, verantwortungslosen Nationalpolitiker an beiden Seiten. Das war also, aber der zitiert ja auch da nicht. Das ist kein nationaler
verantwortungsloser Politiker gewesen. Ja, Analyse ist nicht ganz falsch, die er getroffen hat. Ja, das ist verständlich. Ja. Ich meine, es ist auch, es die ist Handlungsunfähigkeit ist auch eine Demokratie. Ja, aber die liegt daran, dass die politische Klasse den Finanzmärkten und den Banken ausgeliefert ist. Ja? Es ist ja nicht so, dass der Hackermann... Wir regeln aber gerade auch 1200 Banken. Das ist bis jetzt jedenfalls alles in den Kinderschuhen stecken geblieben. Nein. Tatsache ist, dass der Euro dieses Europa auseinandertreibt und nicht zusammenführt. War aber umgekehrt gedacht. Ja? Im Ergebnis, Krugmann sagt, dass meiner Ansicht nach richtig, Politik, dass die Euro. Was auch immer. Tatsache ist, dass dieses Projekt derzeit Europa auseinandertreibt. Und die Metapher vom ökonomischen Kulturkampf ist nicht so falsch. Diese Analyse ist nicht so falsch. Das muss man sehen. Und es nutzt nichts, wenn man sich Europa gesund betet. Ja? Sondern man muss sehen, dass tatsächlich hier die zentrifugalen Kräfte an Fahrt gewinnen. Und dass hier ein paar Dinge falsch gelaufen sind. Und meine Lösung lautet nicht, no mehr Europa und diesen Staat sozusagen über die Währung einen Staat zu erzwingen, sondern man muss wieder redimensionieren und entschleunigen und versuchen, dass man in den einzelnen Mitgliedsländern wieder dort versucht, die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, die Wirtschaft in Gang zu bringen. Das geht nicht, indem man schlicht und einfach dauernd Transfermittel vom Norden in den Süden verlagert. Und dieser Kulturkampf, der sich hier anbahnt, der wird früher oder später die europäischen Staaten weiter auseinandersetzen. Also ehrlich gesagt halte ich das wirklich für falsch. Der Euro hat Europa enger zusammengebracht. Und ich will nur mal darauf hinweisen, dass auch die Bundesrepublik Deutschland ihre Strukturprobleme hatte. Wir haben erst gestern wieder daran erinnert, an die Agenda 2010. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Stichwort. Da hat es bei uns auch Massenproteste gegeben und gibt es heute noch große Auseinandersetzungen. Das sind Reformen, die jedes europäische Land machen muss, weil sich die Strukturen einfach ändern. Aber ich glaube nicht, dass irgendein einzelnes Land des europäischen Kontinents in dieser Zeit alleine in der Lage wäre, mit Globalisierung zurechtzukommen, mit einem weltweiten Wirtschaftsmarkt und Finanzmarkt. Und von daher ist die Lösung in der Tat aus meiner Sicht wirklich mehr Europa. Wir müssen es aber auch besser machen. Da sind wir alle gefragt. Und ich glaube, gerade das Europäische Parlament hat in den letzten Monaten oft genug gezeigt, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, dass es auch Mehrheiten für solche Lösungen gibt. Und ich hoffe, dass wir in dem Sinne wirklich schneller und besser vorankommen werden. Also das ist genau, Globalisierung, haben Sie gesagt, ist genau der Punkt. Wir leben in einer Welt, wo einzelne Länder einfach nichts mehr zu sagen haben. Und Sie sagen, wir werden jetzt von Banken eigentlich regiert. Die treffen die Entscheidung. Ja, warum? Weil es zu viel Europa gab, aber zu wenig, weil die Banken zu groß geworden sind und wir einfach die Augen zugemacht haben. Ja, also das Nordkorea-Modell funktioniert auch nicht sehr gut, ja, wenn man nur Grenzen hat. Ne? Also wirtschaftlich haben wir natürlich alle davon profitiert. Aber wenn wir auch weiter im 21. Jahrhundert, nicht im 19. Jahrhundert, sondern 21. Jahrhundert, die Qualität des Lebens für unsere Bürger garantieren wollen, müssen wir das gemeinsam machen. Und das heißt auch wirklich gemeinsam. Und dann sollten wir auch anerkennen, dass Entscheidungen schon längst auf Brüsseler Ebene getroffen werden, aber dann auch die demokratische Kontrolle dazu und Öffentlichkeit. Darf ich nur sagen, die Liberalisierung des Bankensektors, die war einer der größten Fehler, die haben übrigens die Amerikaner gemacht und wir in Europa haben es leider nachvollzogen. Der hat der finnische Ministerpräsident zu Recht verlangt, dass man wieder den Bankensektor entflechtet und sagt, der Einlagensektor und der Spekulationssektor muss strikt getrennt werden. Ja, später aber doch, aber es findet schlicht und einfach in der Realität nicht statt. Das ist das Problem. Und das ist der erste Schritt. Das zweite ist, dass man die Banken und die Finanzwirtschaft wirklich unter eine effiziente Kontrolle stellen muss. Und zwar in Gesamteuropa. Aber nicht London aussparen. Was tun wir? Ja, das bringen sie alles nicht zustande. Dritter Punkt, man muss den Steuerflüchtlingen das Handwerk legen. Das bringt Europa nicht zustande. Man ist in der Lage, auf die Schweiz bei jeder Gelegenheit zu kommen. Welche Länder blockieren das? Auch Österreich. Das ist nicht wahr. Wir haben noch 10 Minuten. Ich glaube, wir müssen auch darüber reden, was gestern hier in diesem Haus beschlossen wurde, nämlich, dass das Europäische Parlament jetzt den Haushaltsentwurf, den die
Regierungschefs vor einigen Wochen in Brüssel in mühsamer Nachtsitzung beschlossen haben, zurückweisen. Nicht mehr ganz so scharf, wie es am Anfang geheißen hat. Also man akzeptiert wenigstens die Summe, 960 Milliarden Euro, akzeptiert man auf in den Kampf, schreibt die Frankfurter Allgemeine und unterstellt dem Parlament, dass es hier wieder einmal und dem Parlamentspräsidenten, dass es auch ums eigene Ansehen und die eigene Bedeutung geht. Ist das so? Also ich schaue mir das an, wie das Parlament und die Fraktionen die Politik durchhalten, die sie vollmundig angekündigt haben. Was bedeutet das, wenn sie den mehrjährigen Finanzrahmen ablehnen würden? Ja? Das würde bedeuten, dass die Europäische Union in die nächste Krise schlittert. Deswegen sind sie ja schon alle vorsichtiger geworden. Sie sehen ja, dass sie sich gegen die mühsam erzielte Ratsentscheidung, die Van Rompuy mit dem Rat zusammengebracht hat, ja nicht werden wirklich durchsetzen können. Das bleiben alles Wunschlisten ans Christkind. Ich schaue mir das mit einer gewissen Gelassenheit an. Ja, ich habe andere Gründe, warum ich gegen den mehrjährigen Finanzrahmen bin. Nicht jene, dass ich nur mehr Geld haben möchte für den mehrjährigen Finanzrahmen, sondern ich sage, es ist genug gezahlt worden. Das möchte die Beiträge an Europa reduzieren. Österreich würde aufgrund dieser neuen Regeln noch mehr Nettozahlerbeiträgen leisten müssen. Und daher sage ich, ich schaue mir das mit einer gewissen Gelassenheit an. Die Fraktionen krebsen jetzt nämlich schon zurück. Sie können sich das ja auch mit einer gewissen Gelassenheit anschauen, weil Sie keiner Fraktion angehören und zum Glück politischen Einfluss in diesem Parlament nicht allzu viel haben. Sie haben den Mund so voll genommen, Ihre Fraktionschefs. Ich glaube, dass es notwendig ist, um diesen mittelfristigen Finanzrahmen zu streiten, weil als allererstes wir nicht in Zukunft Schulden machen können, schon bei der Planung. Das funktioniert nicht, das ist ungesund, das ist das Gegenteil von dem, was wir von den Mitgliedsländern verlangen. Und wir sind bereits jetzt mit dem Haushalt 2013 in der Situation, dass über 16 Milliarden Euro Rechnungen aus den Regionen nicht bezahlt werden können. Ich bin hier Politikerin im Regionalausschuss, ich vertrete also durchaus mit der Politik, die ich gestalte im Moment, etwa ein reichliches Drittel des Gesamtbudgets. Diese Politik wird in den Regionen gemacht. Es werden Projekte im Burgenland, in Wien, in Sachsen genauso gemacht wie in Spanien, in Griechenland und in Skandinavien und in den Niederlanden. Aber wenn wir die Rechnungen dafür nicht mehr bezahlen können, welches Licht gibt das auf die Bürgerinnen und Bürger? Und ich glaube, dass es deshalb wirklich notwendig ist, um dieses Verfahren zu streiten. Und ich glaube auch, dass man einen solchen Finanzrahmen auch ins 21. Jahrhundert bringen muss und dass wir diskutieren müssen über Flexibilitäten, über die Möglichkeiten von Eigenressourcen. Das ist angebracht, jetzt zu tun, und ich wünsche uns allen dort auch die Kraft und die Mehrheit, die wir gestern hatten bei der Entscheidung zu der Resolution, auch bei den Verhandlungen mit dem Rat. Aber zurückstecken haben die großen Fraktionen schon wieder müssen. Also die große Ankündigung von Präsident Schulz nach dem Rat ist schon wieder ein bisschen zurückgenommen worden, Herr Karas. Ne? Ihr denkt immer in medialen und in Überschriften. Und so wie wir hier Dinge diskutieren, die so nicht stattfinden, wird auch hier etwas beschrieben, was so nicht stattfindet. Ich muss das zuerst sagen, 29 alleinige Regelungen für den Finanzmarkt, Aufbau einer europäischen Bankenaufsicht, Regulierung von 8200 Banken, wie es sie auf der ganzen Welt nicht gibt, Boni-Beschränkungen, Verhältnisse von Fixgehältern, um nur einige Beispiele zu nennen. Und auch hier, wir haben Nein zum Vorschlag gesagt, weil in Europa zum Glück nichts gehen darf, wo es keine demokratische Legitimierung durch die Zustimmung des Europäischen Parlaments gibt. Wir sind Mitgesetzgeber und wir sagen Nein zu diesem Vorschlag, weil dieser Vorschlag uns weder die europäischen Ziele, noch die europäischen Programme, noch die Globalisierung und den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit ausreichend bewältigen lässt. Daher sagen wir Nein und stoßen die Tür auf zu Verhandlungen. Das gehört zu einer Demokratie. Wir leben doch nicht in Gut und Böse, Schön und Schlecht, sondern wir wollen miteinander verhandeln, um unserer Verantwortung gerecht werden zu können. Daher haben wir 5 Vorschläge.
die Flexibilität zu erhöhen, kein Geld zurück, sondern zweckgebunden verwenden für neue Projekte. Eine Überprüfung in einigen Jahren, je nach wirtschaftlicher Situation, ob wir Korrekturen vornehmen können. Eigenmittel erhöhen, weil mit dem Basar der Mitgliedsbeiträge die Europäische Union ihre Aufgaben nicht erfüllen kann. Und keine Ausgliederungen, weil das schwächt das Budget als Ganzes und streut den Bürgern den Sand in die Augen. Das wollen wir. Wir wollen Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen, Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und Wachstum und Beschäftigung schaffen. Geld. Und nicht, nein, und das redet man sehr deutlich. Mehr Geld. Glauben Sie wirklich, dass eine erweiterte EU bei der Globalisierung und den Jugendarbeitslosigkeitszahlen mit so viel Geld auskommt wie 1987 im Verhältnis zum Wohlstand? Und Herr Stadler, tun es nicht immer so, dass nur die einen zahlen und die anderen kriegen. Jeder Euro, jeder Euro, den wir erhalten, auch aus Österreich, kommt mehrfach verzinst nach Österreich als Investition zurück. Ja, und wenn der Norden mehr zahlt, weil es uns besser geht, nach Griechenland als der Süden, dann profitieren wir durch unsere Exporte in diesen Ländern ebenfalls mehr als andere. Spielen wir nicht das eine gegen das andere aus. Es gibt nicht nur Sieger und Verlierer. Die Europäische Union ist eine Solidaritätsgemeinschaft, die die Gemeinschaft stärkt und unsere Rolle in der Welt wahrnehmen will und die Probleme der Menschen löst. Das war jetzt ein päpstliches Religionsbekenntnis eines EU-Religionsphilosophen. Aber es geht schon auch um das Selbstverständnis des Europäischen Parlaments. Der Spiegel hat in seiner jetzigen Ausgabe eine sehr hübsche Geschichte über den Parlamentspräsidenten Martin Schulz, wie er ernst genommen werden will, wie er im Konzert der Großen mitspielen will, von Eifersüchteleien, wer nach Oslo fährt, bis wer reden darf am Gipfel. Spielt das hier schon auch eine Rolle? Aber entschuldige, das ist unsere Aufgabe. Wir sind die einzige Institution mit einem direkten Mandat der Bürger. Also das ist unsere Aufgabe. Und wir haben die Aufgabe, darauf zu zielen, dass die Haushalt so viel wie möglich ein Haushalt für die Zukunft wird. Und die Haushalt so wie jetzt ist ein Haushalt für die Vergangenheit. Und das geht einfach nicht weiter. Und es ist auch aus demokratischer Hinsicht, so wie Kollege Karas gesagt hat, es wird nirgendwo in der Welt ein Haushalt für 7 Jahre festgelegt. Wir wissen noch gar nicht, wie die Welt aussieht, oder schon gar nicht, wie Europa aussieht in 7 Jahren. Und nächstes Jahr haben wir Europawahlen. Das ist doch unverständlich, dass wir werden jetzt in den Wahlkampf gehen, aber Haushalt ist schon festgelegt. Das geht gar nicht. Das hat die Sowjetunion auch so gemacht. Und bei ihrem Parteitag der KPdSU hat man genau die gleichen Beschlüsse gefasst. Und herausgekommen ist nichts. Ja, und das möchten wir jetzt gerne ändern, Herr Stadler. Und da machen Sie nicht mit. Ja. Und diesen Bereich Europas kenne ich nun zur Genüge. Ich bin dort aufgewachsen. Ich halte allerdings, darf ich Sie daran erinnern, als guter Katholik müssen Sie auch was von dem Wert der Solidarität halten. Ich glaube, das ist wirklich auch Teil dieses Budgets, das muss Teil dieses Budgets sein. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dass wir Gelder kontrolliert und effizient und so unbürokratisch wie möglich wirklich in die Regionen bringen. Kontrolliert. Ja, die Solidarität bleibt doch auf der Strecke gerade. Aber genau das ist ein Stichwort. Die bleibt eben nicht auf der Strecke. Das ist genau das entscheidende Stichwort. Gucken Sie sich doch das mal an, was wir für eine Kohäsionspolitik auf den Weg bringen werden für die nächsten 7 Jahre. Die ist geprägt davon, dass diejenigen Regionen, denen es schlecht geht, deutlich stärker unterstützt werden als Regionen, denen es besser geht. Sie haben in Österreich beispielsweise den Unterschied zwischen dem Burgenland und den anderen Ländern. Da zum gibt Glück es nicht mehr so stark wie vor 20 nicht Jahren. Mehr so stark darf ich was zur Solidarität Jahren. Sagen? Aber ich habe es erlebt, wir bekommen seit 1991 im Osten Deutschlands wirklich die Solidarität der Europäischen Union zu spüren. Wir sind mit allen Regionen aus dieser Kategorie schlecht entwickelte Region raus. Meine Heimatstadt Leipzig hat es geschafft, sogar wirklich in die beste Region aufzusteigen. Das ist nicht nur, weil wir in Deutschland gute Politik machen, sondern eben auch wegen der europäischen Förderung möglich gewesen. Und das wollen wir fortsetzen, und zwar auf eine moderne Art und Weise, konzentriert auf Forschung und Innovation. Bitte.
Die Nettozahler üben seit Jahrzehnten Solidarität mit Ländern, die seit Jahrzehnten permanent Mittel bekommen aus der Europäischen Union, die wir mitzahlen. Ich habe mir das jetzt genau angehört. Ich habe nur das Gerede von der fehlenden Solidarität langsam satt, übrigens wie viele Österreicher auch. Ja, aber die zahlen, wir zahlen als Nettozahler seit Jahr und Tag in diese Länder hinein, ohne dass sich dort an den Strukturen irgendetwas ändert. Ich habe nur gerade gesagt, wo sich was ändert. Obwohl seit 18 Jahren der Rechnungshof zum Beispiel Griechenland die Bestätigungswerke verweigert, weil sie nicht einmal die Mittel, die sie bisher bekommen haben, ordentlich verwendet haben. Nicht nur wir zahlen in diese, nicht nur Griechenland, danke sehr, Portugal, Länder. Spanien, aber Italien, nicht, was Sie all jene die Länder, die seit Jahr und Tag aus diesen Töpfen von den Nettozahlern kassieren, sind, das ist geübte Solidarität. Was ändert sich in diesen Ländern? Gar nichts. Und daher sage ich, jetzt muss mal endlich an den Strukturen etwas geändert werden. Möchte, und dann reden wir wieder über Solidarität. Ja, ich möchte mal etwas sagen, weil seit Anfang 90er Jahre, seit 92 gibt es in meinem Land auch Leute so wie Sie, die genauso reden so wie Sie und immer wieder sagen, wir sind, nein. Die Leute, die am lautesten sprechen, haben nicht unbedingt recht. Nein, aber, die, Sie haben aber, gesagt, die haben gesagt, aber das komischerweise war 30 Jahre lang mein Land Nettoempfänger. Und dann hat keiner von Geld geredet. Und seitdem wir Nettobezahler sind, plötzlich ist Geld ein Thema. Und zweitens möchte ich auch darauf hinweisen, Sie reden jetzt von Solidarität und wie viel wir bezahlen. Wir haben ganz wenig bezahlt an den Südländer. Wir haben Geld geliehen und empfangen dafür Zinsen. Also wir verdienen Geld, hunderte von Millionen in meinem Land. Und nicht nur das, aber auch, weil wegen der Krise bei uns die Zinsen runtergehen, haben wir Geld verdient. Also das sollte man auch mal sagen. Also. Und schließlich der europäische Haushalt, da wird, also es gibt eine riesen Debatte, aber wir reden jetzt von 1%. Das Bruttonationalprodukt, weil die nationalen Haushalte sind meist über 40%. Also hallo, wovon sprechen wir eigentlich? Diese Märchen hat schon einmal eine Finanzministerin sich blamiert, dass sie gesagt hat, dass das ein Riesengeschäft sei. Das ist natürlich kein Geschäft. Ganz im Gegenteil, wir zahlen drauf. Ich danke für die Diskussion. Wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind schon drüber. Ich bin überzeugt, wir werden nicht das letzte Mal über dieses Thema reden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir leider bereits wieder am Ende von Inside Brüssel heute aus Straßburg angelangt. Über das, was auf dem Gipfel in Brüssel passiert, wird der ORF in seinen aktuellen Nachrichtensendungen und natürlich auch in ORF On berichten. Heute in einer Woche wird sie wieder Raimund Löw aus dem Europäischen Parlament in Brüssel begrüßen. In ORF 3 geht es wie immer weiter mit spannender Information und Kultur. Ich danke meinen Gästen fürs Kommen, für die Teilnahme in der Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zusehen, wünsche einen schönen Abend.